meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, man nennt das wohl Fremden. Wenn man sich zwar kennt, gut kennt oder vermeintlich kennt, und trotzdem ist man einander vollkommen fremd. Das ist das Geschehen hier in Nazareth, auf den ersten Blick. Sie können alles aufzählen. Sie wissen etwas über seine Mutter, seine Brüder kennen sie mit Namen. Sie wissen, dass es Schwestern gibt. Sie wissen, was er für einen Beruf hat. Aber dann ist da etwas, was diese Fremdheit ausmacht. Weisheit. Wo hat der das denn her? Dieser Typ. Gut, wenn er sich mit Holz und mit dem Bauhandwerk auskennt, okay. Wenn er seine Sippe kennt, in Ordnung. Aber diese Weisheit, dass der hier in der Synagoge auftritt und so sprechen kann, da ist etwas Fremdes an ihm, in ihm. Wieso kann der Typ Wunder tun? Und sie lehnen ihn ab. Ist Nazareth heute auch bei uns, liebe Schwestern und Brüder? Wir wissen alles über Jesus, zumindest was man wissen kann. Wir stürzen uns natürlich mit Vorliebe auf die Namen der Brüder und sagen, aha, ist die Jungfrauschaft Mariens also gleich erledigt. Dann einen ganzen Stall voll Kinder, wie das im Evangelium offenbar heißt. Was wir schnell vergessen ist, dass die Verwendung des Begriffs Brüder und Schwestern sehr vielfältig ist im Neuen Testament, wird durch alle antiken Quellen belegt, will aber kaum jemand wahrhaben. So viel dazu. Aber wir wissen natürlich noch viel mehr. Es gibt kaum etwas, was wir nicht wissen könnten über diesen Jesus, und trotzdem offenbar fremdeln wir mit ihm. Die Frage an uns Nazarener hier heute Morgen heißt, lehnen wir ihn auch ab? Lehnen wir ihn auch deshalb ab, weil wir ihn zu gut kennen, vermeintlich kennen? Liebe Schwestern und Brüder, wir können das einmal von der anderen Seite betrachten. Denken wir uns einen Jesus, der darunter leidet, hier in seiner Heimatstadt, in seiner Heimatsynagoge abgelehnt zu werden. Er könnte den Leuten ja auch schließlich einen Schritt entgegengehen. Wir nennen das dann heute niedrigschwelliges Angebot. Er könnte sagen in der Synagoge, jetzt stellt euch doch nicht so an. Seid doch nicht so. Ich bin doch einer von euch. Ich bin doch der Nachbarsjunge. Der nette, kleine, jüdische Junge von nebenan, der seinem Vater in der Zimmermannswerkstatt geholfen hat. Ihr kennt meine Mama. Ihr kennt den Rest der Sippe. Könnt ihr sogar mit Namen aufzählen. Es ist nichts Fremdes bei mir. Ich bin wirklich nur der nette Jude von nebenan. Das sagt aber Jesus nicht. Und wenn er es gesagt hätte, liebe Schwestern und Brüder, nette Juden gab es viele in dieser Zeit. Bin ich sicher, wie so heute viele. Aber es wäre uns nicht eine einzige Zeile über diesen Jesus von Nazareth aufgeschrieben worden, wenn er sich darauf beschränken würde. Wir hätten nichts von ihm. Er wäre in der Unzahl anderer netter Nachbarjungen, auch aus Nazareth oder anderen Dörfern, untergegangen, von denen wir genauso nichts wissen. Das Fremde an ihm, was in Nazareth zur Ablehnung führt, das ist das Besondere an ihm. Die Kirche nennt das in ihrem Glaubensbekenntnis, dass er eben nicht nur Mensch ist, ein Junge aus Nazareth, sondern dass er ganz Gott ist. Wer sich dafür nicht öffnet, liebe Schwestern und Brüder, wird nie ein Wunder erleben. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Wir müssen noch viel stärker anhand dieses Evangeliums über uns selber nachdenken. Über das, dass wir ja selber Fremde sind. Das Volk Israel, und das ist ein entscheidender Unterschied zum Judentum, scheint mir, war immer auf der Suche nach dem versprochenen Land. Und dieses versprochene Land war immer ein geografisches Stück Erde, sogar definiert.
Manchmal ein bisschen größer, heute eher klein. Aber es war immer ein konkretes Stück dieser Erde. Auch die Christen sind unterwegs zu einem versprochenen Land, das aber nicht auf dieser Erde zu finden ist. Das ist nicht einfach eine Spiritualisierung dessen, was Israel geglaubt hat. Es ist ein fundamentaler Unterschied. Wir wissen, dass wir auf dieser Erde, und wir wissen es seit diesem Geschehen in der Synagoge von Nazareth, dass wir auf dieser Erde Fremde sind, wenn wir uns diesem Jesus anschließen. Lassen Sie mich das durchaus ein wenig provokativ sagen. Wir sind Migranten als Christen in dieser Welt. Von Anfang an. Paulus ruft es seinen Leuten in Philippi zu. Unsere Bürgerschaft, unsere Heimat ist im Himmel. Das ist unser Vaterland. Hier gibt es keins. Und so leben wir als Christen, wenn wir das denn irgendwie ernst nehmen, immer als Bürger zweier Welten. Sie dürfen in Ihrer Existenz selber entscheiden, welche Ihnen wichtiger ist. Der deutsche Pass oder den Diplomatenausweis soll es ja auch geben, noch besser. Oder jener Ausweis, der uns ins Herz geschrieben ist durch die Taufe. Dass wir Zugang haben, sodass Paulus den Ephesern schreiben kann, ihr seid jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Hausgenossen der Heiligen im Himmel. Das wäre das eigentlich Wichtige unserer Existenz. Und lassen Sie mich auch das in Klammern anfügen. In dieser ganzen Debatte um Migration und Flüchtlinge vermisse ich im Grunde genommen jenen geistlichen Tiefgang, den die Kirche in diese Diskussion einbringen kann. Es ist einfach zu sagen, wie das von höchster Stelle oder von manchen Bischöfen propagiert wird, wir müssen, das sind die Nächsten, wir müssen die aufnehmen. Das ist auch nicht falsch, wenn wir Christen sind. Aber es verrät zugleich den Blickwinkel. Es ist ein politischer Blickwinkel. Und damit wird man eben zum Komplizen einer politischen Agenda, wenn man das so unreflektiert tut. Wir Christen haben einen anderen Blickwinkel. Und wenn er nicht geistlich ist, ist er nutzlos. Wenn er nicht gedrängt ist vom Evangelium, ist er vollkommen zwecklos. Deshalb kann man auch dieses Gerede gar nicht mehr ertragen, weil es das Herz, den Glauben gar nicht berührt. Was den Glauben berühren könnte, wäre, wir sind als Christen selber Fremde in dieser Welt. Und zwar egal, wo wir leben, gleich welchen Pass wir haben. Wir diskutieren das auf der politisch-bürgerlichen Ebene, aber das ist zu wenig. Es gibt eine geistliche Ebene, die unsere existenzielle Ebene sein muss, wenn wir uns selber verstehen als Fremde. Wenn wir allerdings als Christen gesehen werden als Inbegriff von Bürgerlichkeit, von Unbeweglichkeit, von Sesshaftigkeit, von breit mit dem Hintern im Sessel sitzen, ein sattes Auskommen zu haben, und das nennen wir dann christlich, weil wir sonntags in die Kirche gehen. Das ist ein bisschen wenig. Christlicher Glaube berührt das eigene Selbstverständnis, berührt die Bereitschaft zum Aufbruch, berührt jenes Fremdsein, das Jesus in seiner Heimatsynagoge erfahren hat und das seither dem Christentum eingeschrieben ist in seine Existenz. Fremd zu sein in dieser Welt. Das heißt aber auch, Sehnsucht zu haben nach dem wahren Vaterland. Wie zeigt sich das? Wir können es auch nochmal wieder von einem anderen Blickwinkel des Evangeliums beleuchten. Weshalb geschehen bei uns keine Wunder? Weshalb bleiben die Wunder der Berufungen aus? Weshalb bleiben die Wunder der Heilungen aus? Jesus wirkt hier in Nazareth keine Wunder, weil er diese Sippschaft bestrafen will und sagt, naja, ist ja typisch, diese Nasen kenne ich alle, die verdienen gar kein Wunder. Das sagt er nicht. Das Evangelium sagt es sehr klar und nüchtern, ja geradezu hart. Er konnte dort keine Wunder tun. Ist das nicht auch bei uns so? Er kann bei uns gar keine Wunder tun, weil die Voraussetzungen dazu fehlen. Nicht, dass er dazu keine Macht hat, aber dass es gar keine Offenheit gibt dafür, gar kein Vertrauen in ihn, in dem Gottes Kraft wohnt, weil er selber wahrer Gott und wahrer Mensch ist.
weil diese Wunder aus ihm herausbrechen können, wie ein Licht, das ich nicht zurückhalten kann, wenn denn dieses Licht angenommen wird. Aber hier wird es abgelehnt. Ein ganzer Fragenkatalog, den wir in die nächsten Tage mitnehmen können. Wie steht es mit meinem Fremdsein in dieser Welt? Oder habe ich mich vollkommen darauf eingelassen? Bin ich hier gut eingerichtet und das versuche ich so lange zu halten, wie es nur irgendwie geht? Oder bin ich bereit, wirklich aufzubrechen? Wie Paulus das in einem seiner letzten Briefe schreibt. Die Zeit des Aufbruchs ist nahe. Habe ich diese innerliche Bereitschaft? Auch wenn ich vielleicht noch in der ersten Lebenshälfte, wie unsere jungen Leute hier sind, oder schon gegen Ende. Wer ist Christus für mich? Reduziere ich ihn mit all meinem Wissen und allen Büchern, die wir kaufen können, und den Vorträgen, die wir uns online herunterladen, reduziere ich ihn mit all meinem Wissen auf diesen netten Jungen, auf diesen guten Juden, auf diesen wunderbaren Prediger, der uns tolle Sätze hinterlassen hat? Oder akzeptiere und glaube ich ihn als das, was wir gleich hier im Credo wieder sagen? Gott von Gott, Licht vom Licht, als wahren Gott und wahren Mensch. Dann stört uns die ganze Siebschaft nicht, die ganzen Namen, die hier aufgezählt werden, weil beides zu ihm gehört. Das bedeutet Inkarnation, sagen die Theologen. Gott beugt sich hinein in Christus, in diese konkrete Welt, nicht in eine geträumte Welt, unter konkreten Umständen, in einem konkreten Volk, als Jude, in Israel, in jenem Kaff, das heute noch nicht besonders ist, genannt Nazareth. Dort wird er Mensch unter diesen Bedingungen. Und dort beginnt er die Erlösung, weil er uns mitnehmen will, weil er unseren Glauben möchte und uns vorangeht in jener Heimat, die für die Christen wahre Heimat ist.